Willkommen, meine Damen und Herren, zur heutigen Lektion über Charles Darwin und der Darwinismus-Matrix. Viele von Ihnen werden diesen Namen bestimmt schon einmal gehört haben und auch eine Ahnung davon haben, warum wir heute über ihn sprechen. Zunächst möchte ich Ihnen ein paar Fakten zur Person Darwins nennen, anschließend werden wir uns einen kurzen Lehrfilm über den sogenannten Darwinismus anschauen. Zu guter Letzt werden wir dann noch einmal über Darwins Erkenntnisse in Bezug auf unser heutiges Leben reden. Charles Robert Darwin wurde am 12. Februar 1803 in Shrewsbury geboren. Bereits 1831, im jungen Alter von 28 Jahren, machte er sich auf seine erste Expedition rund um den Globus und veröffentlichte daraufhin seine Theorie über die Entstehung der Korallenriffe. 1859 veröffentlichte er sein Hauptwerk über die Entstehung der Arten, welches bis heute als Grundlage der modernen Evolutionsbiologie gilt. Nun aber genug von mir. Ich schlage vor, wir schauen uns nun den kurzen Lehrfilm an. Dieser Kurzfilm möchte Ihnen die Evolution der Raupe bis hin zum Menschen noch einmal vereinfacht darstellen und Ihnen anhand einiger Beispiele die nötigen Anpassungen der Raupe über den Laufe der Zeit bis hin zum Menschen aufzeigen. Als Hauptanpassungen werden aus heutiger Sicht die Entwicklung von Beinen und Füßen, die Entwicklung von Armen, die Entwicklung von Händen mit Fingern, und die Entwicklung eines komplexen Kommunikationssystems bzw. die Entwicklung der Fähigkeit zu sprechen angesehen. Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, Ihnen hat der Lehrfilm gut gefallen und hat Ihnen noch einmal in vereinfachter Form gezeigt, was mit Evolution bzw. Anpassung durch Variation und Selektion an den Lebensraum gemeint ist. Nun fragen sich wahrscheinlich einige von Ihnen, was die Evolutionstheorie und Charles Darwin mit der Darwin-Podonismus-Matrix und moderner Personalführung zu tun haben. Gerade in der heutigen Zeit wird in der Wirtschaft die Fähigkeit der Anpassung an verschiedenste Arbeitsumfelder und das Zurechtkommen mit immer neuen Problemstellungen erwartet. Dies wäre nach Darwin die Anpassung an den Lebensraum. Wer diese Fähigkeit nicht besitzt, wird über kurz oder lang seine Stelle an einen anderen abtreten müssen. Ein klassischer Fall der Selektion. Ich hoffe, es ist Ihnen durch die heutige Lektion nochmal klar geworden, wie wichtig auch heute noch die ständige Weiterentwicklung ist. Achten Sie also darauf, kein Opfer der natürlichen Selektion zu werden. Mit diesen Worten verabschiede ich mich und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.